Manche würden jetzt gerne einfach auch nochmal eine Bratwurst weiter essen. Annalena Baerbock auf einer Wahlkampfveranstaltung in Potsdam in Brandenburg. Und ja, das Hauptthema waren Bratwürste. Ist kein Spaß, Leute, aber wir können uns das hier im Detail anschauen. Sie wurde ausgebuht, ausgepfiffen, sie wurde auf die Ukraine angesprochen und sie hat sich versucht herauszulavieren. Wir sind natürlich auch wieder mit feministischer Außenpolitik ganz vorne mit dabei. Aber jetzt freut sich erstmal Annalena, dass sie da ist und verhaspelt sich dann mal in ihren Worten. Ich freue mich wirklich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Und ich bin euch sehr danklich und dankbar, Schritt zu laufen. Vielleicht auch manche andere. Leute, ja, man soll sich nicht so viel lustig machen über Menschen, die einen Sprachfehler haben. Man muss mal sagen, in 52 Minuten Rede waren das die drei einzigen Fehler, die so gravierend waren, dass sie aufgefallen sind. Das ist für Frau Baerbock quasi eine 1 plus mit Sternchen sozusagen. Aber wir kommen jetzt mal hier auf den Hauptknackpunkt der Bratwürste. Wieso gibt es keine veganen Bratwürste? Die gab's und auch da ist wieder gut, dass ich selber hinterm Grillstand stand. Warum es keine veganen Bratwürste gab, ist dann ernsthaft eine Frage, die auf dieser Veranstaltung der Grünen hier jemand gestellt hat, auf eine Karte geschrieben hat und in den Fragetopf geworfen hat und sie am Ende ausgelost wurde. Die Szene ist noch länger, aber Frau Baerbock versuche ich euch immer so kurz wie möglich zu präsentieren, damit der Herzschmerz nicht ganz so groß ausfällt. Das ist nämlich Sonntagmorgen, der ein oder andere hat sein Frühstücksei noch vor sich und noch gar nicht verinnerlicht. In der längeren Szene kam heraus, dass 90% der Bratwürste auf diesem Fest klassische Bratwürste sind, also sind die Grünen ganz klar Fleischfresser in Brandenburg. 90% sind keine Vegetarier oder Veganer, dabei sagen sie doch immer anderes. Aber es geht noch weiter, Leute, es ist wirklich phänomenal gewesen. Ich bin jetzt ja viel in der Welt unterwegs. Kriegstreiberin! Zu dem Thema komme ich gleich noch. Und ich habe auch hier gerade wieder beim Bratwurst verteilen. Stopp die Waffenlieferung, da ist der Krieg vorbei. Ja, dazu komme ich glaube ich gleich, ob dann der Krieg vorbei ist. Deswegen wollte ich Ihnen gerade von zwei Frauen erzählen, die von mir bei mir am Bratwurststand standen. Hört ihr, wie oft sie Bratwurst und Bratwurststand sagt? Wenn jemand ein Foto hat, wie Annalena Baerbock Bratwürste verteilt, bitte schickt es mir an kontakt@politik-mit-kopf.de. Ansonsten verratet mir bitte, wer von euch hat gestern von Annalena eine Bratwurst bekommen? Wer hat es sich nicht nehmen lassen, um hier, das Bilder für Götter, ja? Bratwurst ist das Hauptthema der Bundesaußenministerin. Das ist völliger Wahnsinn, Leute. Aber wir sind noch gar nicht fertig gewesen. Sicherheit heißt auch, Menschen, die Schutz brauchen, hier willkommen zu heißen. Überzeugen Sie vielleicht Ihre Nachbarin, Ihre Schwiegermutter oder Ihren Ex-Freund. Hat sie wirklich gesagt mit dem Ex-Freund? Und sie hat noch eine Geschichte hinten dran erzählt, dass man sich mit dem Ex-Freund ja nicht einer Meinung ist, sonst wäre es ja vermutlich kein Ex-Freund. Und dann hat sie da eine Geschichte erzählt. Völliger Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob sie von ihrem Ex-Freund hier sprechen möchte, Frau Baerbock. Ich habe keine Ahnung dazu, aber sie sagte, auch wenn es der Ex-Partner ist, so ist man ja vielleicht politisch auf einer Wellenlänge. Ja, genau. Wir rufen jetzt alle unsere Ex-Partner an, um zu sagen, bitte wählt Bündnis 90 die Grünen. Leute, das kann man sich nicht ausdenken. Das kann man sich nicht ausdenken. Aber wir kommen jetzt mal zu den Frauen in Afghanistan. Ein wirklich ernstes Thema. Und Annalena Baerbock zieht es direkt ins Lächerliche. Was können wir tun, um die Frauen in Afghanistan zu unterstützen? Eine feministische Außenpolitik und deswegen habe ich sie mit ins Auswärtige Amt geholt, aber natürlich nicht nur wegen der Frauen in Afghanistan. Die feministische Außenpolitik hilft Frauen in Afghanistan. Das kann man sich an Absurdität hier gar nicht ausdenken. Jetzt kommt sie noch mit den Jungwählern. Ja, Achtung! Denken Sie an die vielen Kleinen, die noch nicht stimmberechtigt sind. Zum Glück jetzt ab 16 ein paar mehr. Ich glaube, niemand hat Frau Baerbock die U18 Wahlergebnisse gezeigt. Ob sie das so ernst meint im Zuge dessen, dass bei den U18-Wahlen die Grünen weit abgeschlagen sind in Brandenburg und andere Parteien, eventuell eine blaue, noch nicht so lange vorhandene Partei, relativ weit vorne ist. Aber das Absenken des Wahlalters, es war der große Wunsch der Grünen. Und jetzt kassieren sie dafür die Klatschen, denn der woke Klimawahnsinn, die Leute haben die Schnauze voll. Die Leute interessiert es vor allem auch nicht, ob die Welt morgen oder übermorgen bei ihnen untergeht, wenn sie jetzt nichts mehr zu essen haben und nicht wissen, wie sie wirtschaftlich noch existieren sollen. Aber
Die ganzen Leute, die Grün wählen, die kennen diese Probleme nicht. Die schwimmen in Wohlstand, vor allem in Wohlstand, den die meisten nicht sich selbst erarbeitet haben, sondern ihnen ist dann was zugefallen auf der einen oder auf der anderen Seite. Aber weil das Ganze so schön war, wir haben hier noch einen letzten Kracher für euch. Nicht die Ukraine unterstützen! Die ganze Europa geht kaputt! Hast du verstanden? Nicht mehr Waffen schicken nach Ukraine! Die ganze Europa geht kaputt! Musst du verstehen, bitte! Und diese Worte sind hier öfters gefallen, da gibt es mehrere Aufnahmen davon, diese Kritik. Und man sieht dann in einer anderen Kameraperspektive, dass dort ziemlich viele Beamte des Bundeskriminalamtes stehen, um Frau Baerbock zu schützen. Aber sie lassen die Leute alle in Ruhe. Anders wie bei Ricarda Lang die Woche beim Mittagessen, da war der Streamer dann direkt eine Gefahr für die Sicherheit der Zielperson. Und hier, die sind ganz locker, die Leute vom Auswärtigen Amt, auch Frau Baerbock, sie ist es inzwischen gewohnt, die Lachnummer der Nation zu sein, wobei sie sich da mit Ricarda Lang die Klinke regelmäßig in die Hand geben kann. Immerhin, sie werden bald dann abgewählt sein und dann sind sie eben keine Wahlverlierer, sondern es haben nur andere gewonnen. Wir kennen das, dann ist sie halt nicht mehr ehemalige Ministerin, sondern es gibt jetzt einfach neue Minister. Das ist völliger Wahnsinn, da könnte man auch fragen, ob bei den Grünen dann nicht einfach Hirnmangel herrscht, sondern es ist noch viel Platz im Kopf, ja? Es ist völliger Wahnsinn, Leute. Und Frau Baerbock, sie hat sich hier wacker geschlagen, muss man sagen, für eine Dreiviertelstunde mit offener Fragerunde. Ein paar Versprecher und ansonsten war sie da wirklich tough. Aber ob ihr das jetzt nochmal hilft, dass sie kurz vor Ende ihrer Amtszeit anscheinend mal einen Rhetorikkurs besucht hat oder einen Logopäden, der ihr dabei geholfen hat, ihre sprachlichen Defizite in den Griff zu bekommen. Ich verspreche mich auch, ich mache auch Fehler, gar kein Problem, aber ich versuche gar nicht den Anschein zu erwecken, ich hätte irgendwo im Ausland irgendwas studiert und wäre der und die und jene und sowieso und so. Ich sage einfach, ich bin nur Schlosser, ja? Habe auch mal IT studiert, ohne Abschluss, ja? Könnt ihr ja alle nachlesen, wenn ihr mich auf Xing gefunden habt. Und von daher, ich mache daraus kein Hehl und wette, mein Englisch ist an manchen Stellen bestimmt besser als das von Frau Baerbock. Aber bei mir ist es wohl mehr technisches Englisch, Business-Englisch, muss ich auch das ein oder andere Wort regelmäßig nachschlagen. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Heute gilt es, gilt nicht nur in Brandenburg. Und sie haben sich so lächerlich gemacht über Brandenburg, dass wir jetzt noch Omid Nuripur haben mit einem Spot für die Grünen in Brandenburg. Er weiß selbst nicht, was er da macht. Und da sieht man mal, wenn man sowieso die Sache nicht ernst nimmt, weil man weiß, man kommt gar nicht mehr in den Landtag, passiert sowas. Heute ist es Feier. Am Sonntag wird in Brandenburg gewählt. No cap. Und wen sollt ihr da wählen für ein Colossal W? It's giving Klimaschutz, it's giving stabile Demokratie. Die, die wählen gehen, understood the assignment. Und die, die nicht gehen, sorry, aber einfach, es geht mir den Toilet. Ich habe kein Wort verstanden, warum muss ich das machen? Für Brandenburg. Was heißt das alles? Für Brandenburg. Für Brandenburg. Völlig absurd, völliger Wahnsinn. Omid Nuripur, der Frankfurter Jung, er stammelt und faselt hier was zusammen. Mal unabhängig davon, was soll die Kameraführung auf seinen fetten Bauch? Also, und Omid Nuripur, du hast wirklich einen fetten Bauch. Wenn du das als Beleidigung siehst, können wir uns gerne mal persönlich darüber unterhalten. Von mir aus auch gerne am Frankfurter Bahnhof, dass wir gleich das Real-Life-Szenario haben. Ich habe auch einen dicken Bauch, aber ein bisschen kleiner. Von daher darf ich mir das erlauben zu sagen. Und dann hält die Kamera voll auf seinen Ranzen, ja? Also, Leute, wählen wir jetzt Waschbärbäuche in Brandenburg? Ich habe keine Ahnung, aber dann sagen sie immer, die AfD sei so erfolgreich auf TikTok und den Social-Media-Kanälen. Ich weiß nicht, ob die AfD am Ende erfolgreich ist oder einfach am wenigsten Fehltritte sich leistet. Wenn wir das angucken, was die Grünen hier machen, also ist es peinlich, ja? Und das haben sie auch noch hochgeladen, das ist noch viel peinlicher. Und irgendjemand hat dafür eine Rechnung gestellt und Geld kassiert. Ich war es nicht, kann ich euch sagen. Und damit sage ich, Leute, ist völliger Wahnsinn. Und ja, ihr habt recht, wir brauchen eine Steigerung von völligem Wahnsinn. Nur das kann man gar nicht steigen. Da muss man hier so eine Atombombe zünden, so einen kleinen Atompilz, der neben mir hochkommt. Das wäre in meinen Augen noch eine passende Steigerung. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und damit sage ich ciao, bis bald.